außerdem Rita Ora Your Song. Und auch aus dem letzten Jahr so mit Jack Jones You Don't Know Me und Alice Merton No Roots. Ansonsten habe ich auf meinem Handy sehr, sehr viele Lieder von GTA Vice City, meinem Lieblings-GTA-Teil, weil es auch mein erstes war. GTA 5 ist natürlich das Beste und spiele ich auch ultra gerne, so ist es natürlich nicht. Aber GTA Vice City ist immer noch so für mich das Non-Plus-Ultra, wie man so schön sagt. Und spiele ich halt echt, echt gern. Und mag ich halt auch sehr, sehr gern. Genau, zu dem Zeitpunkt kann ich mal sagen. Vielleicht bin ich zu dem Zeitpunkt jetzt schon im Urlaub. Ich weiß es nicht. Vlogs werden ja nach meinem Urlaub erst folgen, weil ich die hier zu Hause schneide und nicht im Urlaub selbst, weil ich mir da ja auch Ruhe gönnen möchte. Aber ich kann so viel sagen, ich werde etwas Kleines, storymäßig in Anführungszeichen aufnehmen, wo ihr euch drauf freuen könnt. Ist so ein kleiner Ersatz, weil ich sehr, sehr lange mit Story gar nichts gebracht habe. Absolut gar nichts. Und ich möchte halt sehr, sehr gern was Storymäßiges bringen. Das würde mich jetzt aber auch mal interessieren. Welche Story-Spiele wollt ihr denn sonst mal auf meinem Kanal sehen? Ich könnte Minecraft Story Mode bringen. Da steckt der Name Story ja sogar mit drinne. Ich könnte Tomb Raider bringen. Ich glaube, das ist den allerersten Teil, den ich habe. Ich könnte von der Story her... Was habe ich noch für Story-Spiele? Ja, Ori and the Blind Forest. Wollt ihr es weitersehen? Ich müsste jetzt meine Steam-Playlist durchschauen. Achso. Was habe ich denn noch in meiner Steam-Playlist? Eigentlich nichts mehr. Ich überlege gerade, aber ich glaube, ich habe keine so nicht so viele Story-Spiele. Ja, okay, doch, ich habe noch eins. Aber die Frage ist, ob es sich lohnt, jetzt zu der Zeit, weil das halt jetzt schon ein bisschen her ist, das Spiel des Jahres 2016 zu spielen. The Witcher 3 Wild Hunt. Habe ich natürlich selbstverständlich in meiner Steam-Playlist. Ist ein mega schönes Spiel. Also, Gameplay allgemein. Auch die Story dahinter. Mega schön. Einfach nur Wahnsinn. So gesehen habe ich auch Fallout 4. Ich habe Fallout New Vegas. Ich habe... Ich glaube, das war's jetzt sogar. Ich glaube, das war's. Warte mal. Ja, okay. Ja. Mal ganz kurz gucken, ob Pascal mir geschrieben hat. Oh ne. Ne. Warum schreibt er mir nicht? Warte mal. Hat er überhaupt meine Nachricht schon gelesen? Ja.
Wow, der hat die sofort gelesen und antwortet nicht darauf. Ja, okay. Auch cool. Ja. Ich weiß nicht, was in seiner Sprachaufnahme drin ist. Bestimmt geht's darum, was ich noch geschrieben habe. Weil wir wollten uns vielleicht am Freitag jetzt treffen, aber da habe ich halt leider keine Zeit. Deswegen. Was ich auch mal sagen kann. Ah, das steht noch ein bisschen in den Sternen. Nur noch so ein bisschen. Also noch kann ich es nicht hundertprozentig versprechen. Aber womöglich bin ich dieses Jahr auf der Gamescom. Das letzte Mal war ich 2015 auf der Gamescom. Und das war auch mein erstes und bislang einziges Mal auf der Gamescom. Und wer weiß, vielleicht sehe ich ja ein paar von euch. Von meinen Zuschauern. Das wäre halt auch mega cool. Ansonsten bin ich halt auch da so ein bisschen, um Kontakte zu knüpfen, um mir die neuesten Spiele anzuschauen. Was wird mit EA? FIFA 19? Bin ich mal gespannt. Was macht Ubisoft, wenn jetzt bald Far Cry 5 erscheint? Gibt es da auch irgendwie neue Release-Daten? Was macht Bethesda? Gibt es vielleicht bald ein neues Fallout? Gibt es einen neuen Fallout-Teil? Gibt Rockstar neue Infos zu Red Dead Redemption und bekannt? Also da bin ich mal gespannt, was auf der Gamescom dann so geschieht. Und das hier war eigentlich mega dumm von mir. Das habe ich wirklich das letzte Mal Minecraft Lost begonnen. Mit dem Lied. Bin ich mir ziemlich sicher. Ja, wie gesagt, ich bin höchstwahrscheinlich dieses Jahr auf der Gamescom. Noch steht es für mich nicht 100% fest. Ich brauche jetzt so gesehen nur noch eine schriftliche Zusage für meine Übernachtung. Weil ich da halt noch nichts gefunden habe. Also so gesehen noch nicht. Ehe ich dann jetzt was gefunden habe, mich halt eben erstmal Kontakt damit aufgenommen. Das heißt, so gesehen fehlt jetzt nur noch mal die Rückmeldung. Die Bestätigung so gesehen auch vom Preis und Location und so her. Das ist nämlich in der Nähe der Messe auf jeden Fall. So viel kann ich auch schon mal dazu sagen. Adresse wüsste ich sowieso nicht, deswegen. Also das hätte jetzt auch keinen Unterschied gemacht. Ja. Ja, wer weiß. Vielleicht finde ich dann ja da auch ein paar von euch. Würde mich halt mega freuen, wenn ihr so sagt, ja, ich bin da auf jeden Fall auch und würde dich sonst gerne mal kennenlernen. Also, wenn es versteht, dann, das kündige ich auch an, dann werde ich auf jeden Fall auch ein Video hochladen, dass ihr mich auf der Gamescom treffen könnt, so gesehen. Oder dass ihr mich dort antreffen könnt. Werde da ja auch so gesehen als YouTuber, aber auch selbst so als Gast. Und werde gucken, ob ich da sonst auch so den ein oder anderen YouTuber erwische. Vloggen werde ich auf jeden Fall dann vielleicht von der Gamescom. Hab da ja hier. Ach, meine Kamera lädt gerade. Haha! Mein Akku lädt gerade, sonst hätte ich gerade so demonstrativ meine Kamera gehalten. Aber hier, warte, ich kann ja meine Kameratasche zeigen. Aber das bringt es überhaupt nicht.
Minecraft-Musik, das passt doch.